Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Rust. Will ich gerade echt hier eine Butze hinzusetzen oder halt eine zu raiden? Ich meine, hinter der Holztür wird eine Blechtür sein, also sonst genauso wie da. Aber das ist nur eine Vierer Foundation. Ja, Farm hat er mir jetzt versaut. Also ich kann jetzt hier nicht hier die ganze Sofa und so rumschlagen. Wenn ich mir natürlich hier eine Base hinsetze und da einmal Loot reinpacke, also eine Ausrüstung, kann ich das natürlich tun. Aber offen oben. Oder ist zu und ich gucke noch raus. Okay, zerfallen tut sie auf jeden Fall nicht. Teppich an der Wand. Da ist kein Dach drauf, das ist auf. Das ist echt auf, ne? Nee. Back durch. Warum backe ich da eine Leiter ein? Sehr kuriose Base. Eins, zwei, drei, vier, max fünf Türen. Okay. Kann aber auch was mit halben Wänden sein. Kann gut sein, dass wir jetzt hier weggesneakt werden, oder? Dann ist es so. Weil ich so viel so vor. Kann ich jetzt hier nicht alles ignorieren. Können auch die nehmen, diese billiger. Der Holztür. Oh, ein Bär oder ein Wolf. Ein Bär, vielleicht zum Glück. Gerade um das Vieh kümmert, ich möchte jetzt nicht meinen Standort hier durch Schüsse preisgeben. Auch da oben, das verstehe ich auch nicht. Ich hatte gedacht, so, die sind alle, sie wurden alle geradet und derjenige hat einen Holztür reingesetzt. Kann auch sein, dass er. Alter Bay. Dass er das gemacht hat.
Frage ist halt, was er hier wollte. Ich meine, vielleicht wollte er auch farmen. Weil er hat ja da vorne angelandet am Fluss direkt. Klar, er wollte sich nur rächen, weil ich auf ihn geschossen hatte im Boot. Verstehe ich ja auch. Verstehe auch, dass man sich anschleicht. Aber mit dem Schadi ist natürlich schon armselig. Aber ich war auch so am Anfang. Also versteht das nicht falsch, Leute. Ich war ganz genauso. Außer, dass ich nicht abgehauen bin. Also ich habe den Kampf dann zu Ende gebracht. Entweder bin ich dann gestorben oder ich kriege ihn halt. Mittlerweile hasse ich den Schaden. Es ist halt gut, wenn du unterwegs bist. Wenn du eine SMG hast, wie er es wahrscheinlich auch hatte. Deine Pose nicht verraten willst, wenn du auf Tiere triffst. Ansonsten machst du halt einfach auch 25% weniger Schaden. Sollte man auch nicht außer Acht lassen. Ich meine, ich habe ihn auch ziemlich schnell eigentlich umrundet hier. Weiß nicht, wohin er sich dann weggeschlichen haben soll. Attacke. Keine Ahnung. Davon eine Menge. Wie gesagt, es kann immer noch sein, dass wir gleich von hinten weggesneakt werden. Dann ist es halt so. Eigentlich wollten wir uns ja die Insel angucken. Das werden wir auch tun. Vielleicht wohnt er da. Ist hier aus dem Benzin ausgegangen oder was? Deswegen hier angestrandet ist, wurde darüber. Uns dann gesehen, dachte ich, den nasche ich mir noch eben. Wer weiß. Ja, klar, ich könnte hier auch eben fix eine kleine Butze selber hinzimmern. Von durch mit einer Blechtür. Zur Sicherheit einfach mal. Ach so, das ist die komische Base da, ja. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Wieso lässt er dich nicht drücken? Zu schwer, ne?
Schaukeln übers Meer. Was will man heute mehr? Gut. Die Ecke sieht hier auf jeden Fall interessant aus, aber da könnte es natürlich noch Double Barrel zum Einsatz bringen oder was weiß ich was, oder Pumpe oder. Aber. Scheiß WhatsApp Web ist mal wieder aktiv. Ich soll es mal ausstellen. Ich habe gar nicht geguckt, ob ihr letztes Mal den Sound gehört habt. Guck mal, da ist schon wieder dieses Licht. Und diesmal an einer anderen Stelle. Keine Ahnung, ey. Base, ey. Das wäre so geplant. Back nicht rum, ey. Gut, Leute. Vielleicht gehe ich gleich nochmal zur Höhle rüber. Ich weiß auch nochmal ein bisschen Sofu. Ich schmeiß das eben an und mache hier einen Cut und wir sehen uns am nächsten Morgen wieder. Bis dann. Ciao. Ja, servus. Da bin ich wieder. Ich war noch in der Höhle. Ich denke, der schmacht auch. Da waren auch noch mal 4 Sofosteine. Ach, wir können auch einfach ein bisschen Holz machen, wenn wir es brauchen. Ja, ansonsten seht ihr, ich würde jetzt drüben in der kleinen eine Tür aufmachen. Hoffentlich wird die richtige Tür. Da der Bauschrank ist. Ja, über den Fight bin ich immer. Fight kannst du es ja nicht mehr nennen. Bin ich immer noch nicht drüber hinweg. Keine Ahnung, Leute. Ja, die Moon, die ich jetzt hier verballer, die brennt auch gerade in den Öfen, also. Da brennen gerade, glaube ich, knapp 3000 Sofu, also. Das passt schon. Oder mehr sogar. 3,5 oder sowas. Aha, Metall hat er also nicht mehr im Bauschrank. Ja, ich würde da tippen, dass da der Bauschrank wie Metall ist jetzt schon nicht mehr da. Ist natürlich. Aber wisst ihr was? Wir machen das einfach. Scheiß drauf, ey. Ist nicht immer. Aber kriege ich hier Schaden? Ich hoffe nicht. So wenig Damage.
so, jetzt zeigt es nicht an. Ist ja auch hier der Dingens, ist das der. Geschütz ist. Ach, da sind die Öfen, naja gut. Und dann die extra nochmal einmauert. Komischer Typ. Wäre sogar auf gewesen. Ja, gut, hätten wir mal ein bisschen genauer gucken müssen. Und mal normal, jetzt kommt es ja da hoch. Alto Belly. Reicht nicht, ne? Also 68, ne, 64 brauchst du, wenn voll ist. Jetzt brauchen wir 50 weniger, heißt 10. Sagen wir 11 weniger, heißt 56. 39, das reicht nicht. Er macht doch dran, ich weiß ja, dass er dran geht, was er letztes Mal auch dran. Ja, verzockt. Verzockt haben wir uns. Sieht schlecht aus. Ich glaube nicht, dass er so froh ist, aber ja, jetzt gehen wir auf Nummer sicher. Jetzt mache ich die zweite Tür auch noch weg. Mach den Bauschrank weg. Wenn ich noch eine Tür dahinter kommt, das kann auch sein. Dann lasse ich es wahrscheinlich sein. Ansonsten anderthalb Stunden Farm für die Katz. Aber gut, dann ist es so. Es hätte ja sein können, ne? Hätte, hätte, fracket. Jute! Ach komm, ich scheiß doch ein bisschen mehr. Ich weiß, überlegen mich dann Bogen mit und. Halt mit Brandpfeilen. Ist hier vorhin ein Bär lang gesmasht. In der Nacht. Weiß ich, ob hinter einem anderen Tier her oder einem anderen Spieler her. Schwer zu sagen. Ja, Wunschvorstellung wäre halt gewesen. Tür, Bauschrank. 3 oder 4K Sofo drin. Hat man gesagt, jawohl.
So ist schon natürlich jetzt für den Arsch, aber wie gesagt, jetzt ziehen wir es durch. Zu Anfang führen wir zu Ende. Ja, wie es danach jetzt weitergeht, ich bin da gerade echt die ganze Zeit schon überlegen. Wieder mal nehmen wir die Butze nebenan hier. Was zu 100% ein Online-Raid werden wird, wenn er es hört. Weil ich denke nicht, dass das seine Main-Butze ist. Ich sehe ihn halt einfach nie. Einmal oder so. Lachen, wenn der Bohrschrank dann da vorne ist, ey. Aber hätte ich nicht eigentlich hier picken können? Gut sein, dass da noch eine Tür hinter ist, Leute. Oh ja, eine Böses. Das war teuer, ne? Ich hätte doch die Scheißfeile mitnehmen sollen. 94. Obwohl, komm. Lass mal fackeln. Na gut, Haiku. Naja. Naja, nicht wirklich, ne? 650 Sofo. Gut, Haiku ist natürlich, ja, 108. Super, können wir bei uns sogar noch was upgraden, aber ansonsten haben wir die Kosten auf jeden Fall gedeckt hier für unsere Butze. Pack's eben rein, dann gehen wir mal nach der Kleinen gucken. Da war ich vorhin. Bin mir nicht sicher, ob ich die Folge raushaue. Wenn nicht, wisst ihr das nicht. Da war ich vorhin, da war die Steinwand auf 80.
Vielleicht ist sie schon ganz zerfallen jetzt. Ansonsten ist sie wahrscheinlich kurz davor. Ja, und ansonsten haben wir jetzt halt die Qual der Wahl. Wieder da hinten ist ja eine ruhige Ecke. Ist eigentlich eine ruhige Ecke, abgesehen von dem einen Typen, der da irgendwie rumgeistert. Aber da würde ich halt ein paar Sachen mitnehmen, einer Foundation hinzimmern, dann nochmal hin mit dem Boot. Explo Moon. Oder vielleicht machen wir, ja doch, ich würde die Sichre-Variante fahren. Und dann würden wir da so da die drei Butzen da aufmachen. Die Frage ist halt, lohnt es sich? Oder sagt man halt lieber, wir versuchen uns hier an der großen. Sache Entscheidungsfindung. Sehe das eine, ist eine aus. Sehr gut. Ist halt immer schwer, weil das jetzt hier schon der Staffelabschluss ist. Also alles, was dann noch kommen sollte, steht mit einem riesen Fragezeichen nach der heutigen Aufnahmesession. Ist alles Bonus, wenn dann noch was kommen sollte. Kann natürlich sein, wenn ich Bock habe. Kann aber halt sein, auch nicht. Kann auch sein, dass wir geradet werden. Ihr wisst selber, wie der Hase läuft. Wir können natürlich auch noch woanders gucken gehen. Also woanders noch aufklären. Na, pack da erstmal mit rein. Weil wirklich viel haben wir ja jetzt nicht aufgeklärt. Leiter packt mal wieder. Ich hasse dieses Rastprinzip, wenn es einmal dran war. Ja, war so klar. Gut, ja, das machen wir noch eben in der Aufnahme. Gucken wir uns die noch an. Ich gehe kurz nebenan rüber. Hallo. Und schmeißen lohnt sich das noch nicht. Schon das Schiff da. Gar nicht mitgekriegt. Ach, ich hält. Held vom Erdbeer fällt. Weißt du was? Das nehme ich mal mit hoch hier. Guck mal. Ich meine, da waren 5 Tage, wo wir angefangen hatten. Ja, wäre halt gut, wenn es jetzt nochmal 5 Tage sind. Die drüben haben wir gar nicht genutzt, die eine. Ich glaube, die können wir auch zerfallen lassen. Ganz vorne am Leuchtturm, da würde ich auf jeden Fall nochmal auch was nachlegen müssen. Ach, hat immer noch 4 Tage. Egal, von mir. Können wir uns merken, wenn wir mal Stein brauchen. Könnte natürlich noch einen Stockwerk draufzimmern jetzt bei uns. Aber warum? Wofür? Könnte natürlich sagen, man macht nochmal einen Heli-Tower, ne? Ist auch eine Option. Hoffentlich war noch keiner hier. Ha. Da
alles leer ist. Muss hier schon einer gewesen sein. Die Frage. Da hinten steht schon wieder ein Schiff. Oder? Kein Fernglas mit. Mach den Bauschrank eben auf. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob da einer war, ob der dann den Bauschrank auf ein Schloss drang hat. Das glaube ich nicht, weil da steht ja nichts mehr. Das wäre Schwachsinn. Wieder war da keiner, da war einfach nichts drinne. Oder aber vielleicht ist im Bauschrank ein bisschen was. Nehmen wir vom Bogen mit, machen ein paar Brandpfeile. Ach, scheiß drauf. Ich nehme einfach eben hier 10 Schuss Explomon. Kostet glaube ich nur 7 oder was? Scheiß doch drauf. Scheiß doch drauf, ey. Was sollen wir jetzt hier stundenlang mit dem brennenden Pfeilen da rumfickeln? Dafür gehen wir ja farmen und stellen es her. Also. Ich glaube, 9 reichen, ne? Ja, sonst haben wir natürlich die unten am Strand auch noch. Also wir haben halt direkt nebenan bei uns zwei große Butzen oder zwei größere. Und der Reiz ist halt schon da. Auf der anderen Seite ist der Gedanke, ja, Staffel mit einem erfolglosen Raid beendet, weil das Zeug nicht gereicht hat. Und ich habe die Befürchtung, bei den beiden Butzen wird es nicht reichen. Saft. Da wird dann super wie bei der anderen Butze, ey. Tja, so kann es halt auch laufen, ne? Und sogar noch 118 Scrap Attack. Bisschen HQ, bisschen Stoffen. Ja. Soll ich sagen, können wir mal 9 Schuss und einen normalen mitnehmen. Ja, aber sowas wird uns jetzt halt oder würde uns dann bei den meisten Butzen erwarten. Dass irgendwo mal einer der Jackpot wäre. Aber wer weiß, wer weiß, wer weiß.
Ich weiß es nicht, wie viel Schuss ich aus. Ich müsste mal gleich. Guck gleich mal nach. Da hätten wir natürlich mal. Mitnehmen sollen, ja. So, ganz kurz zum Abschluss der Folge. Habe ich mal eine schlaue. Gut. Exklusive Munition. Pro Schuss oder was? Bin ich schon durch meine eigenen Tabellen nicht mehr durch. Bin schon so alt. Warte mal. Hier war doch irgendwo. Hier, 1800 Sulfur. Krass, ja nicht ganz. Ich habe da noch mit ein bisschen mehr gerechnet. Also sagen wir mal 1600 oder was. Eine Tür. Na, haben wir auf jeden Fall ein bisschen Minus gemacht. Aber wir haben natürlich so anderen Shit dafür gekriegt, ne? Das darf man natürlich nicht außer Acht lassen. Gut, Leute, in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, hier, ja, Raids möchte ich es auch nicht nennen. Plünderung. Lasst einen Daumen nach oben da, alles andere in die Kommentare und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.